Am 42. Spieltag der deutschen Eishockey-Liga empfängt München Iserlohn und Michi Wolf, der Münchner Kapitän, trifft vielleicht zum letzten Mal auf seinen ehemaligen Club, wo er so großen Erfolg hatte. München in der dunklen Spielkleidung von rechts nach links im ersten Drittel und mit dem 1:0 das Ganze in der vierten Minute. Trevor Parks, der Hovinen im Kasten bei Iserlohn. Da noch stört. Der Abschluss kam von Schack und dann ist es Parks, der die Scheibe rein befördert. Seine Mannschaft führt also mit 1:0. Tja, und Jamie Bartman, der wieder mal mit Sorgenfalten und dem frühen Rückstand, den er da schlucken muss. Insgesamt München mit einer überragenden Leistung. Hier hätte es sogar das 2:0 geben können. Hovinen aber klasse zur Stelle. Es war eine drückende Überlegenheit und das war ein absoluter Strahl. Jannik Seidenberg, 14. Minute. Da wackelt sogar das Torgestänge. 2:0 und Hovinen hat gar nichts zu halten. 2:0 der Spielstand nach dem ersten Drittel und dann der Mittelabschnitt. Iserlohn zunächst sogar ein bisschen besser, aber München dann wieder mit der richtigen Antwort. Stajan, 34. Minute, wieder toll vorgearbeitet von Trevor Parks, der ehemalige Augsburger heute. Einer der Besten und Stajan muss nur noch einschieben. Nur eine knappe Minute später, Iserlohn im Vorwärtsgang, hoppala, die Scheibe ist verloren und dann geht's ganz schnell, Stajan, 4:0, auf Vorarbeit, wieder von Schack, tolles Päschen hier an die blaue Linie und Stajan dann, der Hovinen keine Abwehrchance lässt. Tom Jackson konnte komplett zufrieden sein. München schon so ein klein wenig im Playoff-Modus. Dann Powerplay 5 gegen 4. Das Ganze in der Münchner Zone. Und dann sogar eine Chance. Aber was macht denn Florek? Der spielt die Scheibe vom Tor weg. Der wusste vermutlich nicht so ganz, wo er gerade ist. Riesenchance auf einen Shorthander für Iserlohn, um wieder ein bisschen ranzukommen. Stattdessen der Bauerntrick von Parks und dann der Abschluss von Daubner, 48. Minute, 5:0 für die Münchner. Die spielten es schon wieder recht meisterlich und setzen also Mannheim wieder mehr unter Druck in der Tabelle. 10 Minuten noch zu gehen in diesem Spiel und dann gibt es tatsächlich das Ehrentor. Kevin Schmidt ist zur Stelle und Kevin Reich in dieser Szene verletzt sich. Der Münchner Goalie, der ein gutes Spiel gemacht hat, musste raus. Für ihn kam Danny aus den Birken in die Partie. Der musste keine Gegentore mehr hinnehmen. Die Stimmen zu diesem Spiel. Ich denke, insgesamt haben wir sehr, sehr gut angefangen. Ich glaube, das erste Drittel war sehr gut. Wir haben 2:0 geführt, hätten wir auch noch wesentlich höher führen können. Und dann ist natürlich so, Iserlohn kann man nicht komplett ausschalten. Sie haben offensiv Potenzial und haben natürlich dann schon ihre Chancen gehabt. Aber insgesamt können wir eigentlich schon zufrieden sein. Es war klar, dass das heute hier ein ganz schweres Spiel wird. Ja, wir müssen das abhaken. 11 weitere sind noch genug Punkte. Wir müssen jetzt am Sonntag in eigener Halle punkten gegen Köln und dann nächste Woche den Schwung mitnehmen. Iserlohn gegen Köln und die Münchner, die haben auch wieder ein Heimspiel und zwar gegen Wolfsburg.